King of Kings, the Heartbreak Kid. Two forces set to meet in a three stages of hell match at Armageddon. The first fall, a knockdown, drag 'em out street fight. The second fall, a more menacing arena, as a hellacious steel cage surrounds the two combatants. And if necessary, the final stage, where victory is won from the top of a ladder. Our story begins at Survivor Series. Shawn Michaels with the elbow from the top of the chamber. Shawn Michaels is the world's heavyweight champion. Legendary world heavyweight champion Ric Flair surprisingly showed a sign of support for the new champion. There was a time I knew beyond a shadow of a doubt that I was the man. A kid up on the rafters and said, "Hey, Nature Boy, you ain't the man anymore. It's Shawn Michaels." Until Flair made clear what his message was really about. There is a new man in town. At Armageddon, the man, the bigger, better version, the best wrestler alive today, Triple H. If you're not ready to pass the torch, he'll kill you. The night was far from over for Triple H and Shawn Michaels as Raw culminated in a brawl that would set the stage for Armageddon. We're not seeing Shawn Michaels. You're seeing the showstopper right now. Taking out Flair. He's taking out the number one contender. How's that for Hart? Oh my God, he's pounding that ladder to the top. No, God, no! Michaels, the elbow on the top of the semi. A clash of colossal proportions as Triple H takes on Shawn Michaels in three stages of hell. Und das machen wir nun. Herzlich willkommen zurück zu WWE 2K15, zum Showcase. Beste Freunde, erbitterte Feinde. Und machen nun das Three Stages of Hell Match bei Armageddon 2002. Zwischen Triple H und Shawn Michaels. Und es geht natürlich um den World Heavyweight Title. The following contest is for the World Heavyweight Championship and is scheduled for the best 2 out of 3 falls. The first fall will be a street fight. The second fall will be held inside a steel cage. And the third fall, if necessary, will be a ladder match. At this time, accompanied by Nature Boy Ric Flair, here is the challenger. From Greenwich, Connecticut, weighing 272 pounds, Triple H. Triple H is the number one contender for the World Heavyweight Championship. The Cerebral Assassin is a calculating career killer. And tonight the game wants to win the world title. And he would love to end Shawn Michaels' career once and for all while he's at it. Well, you're right about that, Cole. We've heard it over and over. The end is near. And the game may be the end of Shawn Michaels right here tonight. Das ist die große Frage. Wird es heute das Ende von Shawn Michaels oder verteidigt Shawn Michaels mit seinem Kämpferherz den World Heavyweight Title? Das finden wir gleich heraus nach dem Einzug von Shawn Michaels. From San Antonio, Texas. Weighing 225 pounds, the World Heavyweight Champion, the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. After what we saw on Raw last week with Shawn Michaels jumping off that semi and driving his elbow into Triple H while he was in a dumpster, I think that answered the question as to whether it's going to be Shawn Michaels or whether it's going to be HBK here tonight. That was HBK all the way. Yeah, but I don't know if that truly did answer the question, Cole. Sure, that was HBK. That was the showstopper jumping off the top of that semi. But if you ask me, that was Shawn Michaels who had to lay in wait and hit Triple H with a shovel to get him into that position in the first place. Now what's going to happen tonight when they face each other nose to nose? Das werden wir gleich sehen, wie es ausschaut, wenn sie sich face to face
gegenüberstehen. Clever gemacht von Triple H. So. Gut. Und da ist ja ein Street Fight. Und da es ein Street Fight ist, dann holen wir auch mein Spielzeug. Oh je. Nein. Scheiße. Gut. Und. Jawohl. Zack. Jawohl. So, es wird hier auf True Out of Street Falls, aber das ist natürlich ein Three Stages of Hell. Und das war ein geiles Match. Aber wir müssen halt unsere erste Aufgabe quasi erfüllen. Und ja, natürlich verprügeln wir Shawn Michaels nach Belieben. So, und wir holen uns einen Stuhl. So. Jawohl. So. Jawohl. So. Gut. Und Spinebuster. So. Ja. Na, das war nicht der Finish, aber der Signature. So, komm mal. Ja, spring soweit. Na. So. Scheiße. Atomic Drop. Boah, Alter, wie hart hat er den gemacht, ey. So. Nein, wieder ein Atomic Drop. Ah. Der macht er clever. Das macht er clever. HBK macht das clever. So. Atomic Drop. So. Und DDT. So. Jawohl, komm schon. Oh, Junge, bleib liegen. So. Gut. Und. Clothesline. Na komm. Bleib der geladene Finisher. So. Gut. Und jetzt. Der Big Move. Und diesmal verkackt er ihn nicht. So. Gut. Power Pin. Jawohl. 1, 2, 3. Ja. Okay, wir sind nun Shawn Michaels. So. Ja. So schnell geht's, glaube ich, noch nicht. Führe eine Switch Music aus. Okay. Gut. Mal sehen, wer den Second Fall gewinnt. Okay, die das Match kennen, wissen es natürlich. Ich weiß es auch. Aber wir wollen es ja nicht spoilern lassen, ne? Machen das Match ganz normal zu Ende. Ich kann nicht so viel spoilern. Den ersten Fall hat Triple H gewonnen. So. Ey. So. Jawohl. So.
Jawohl. So. Gut. Jawohl. So. Jawohl. Jawohl. So. Come on. Und. Ja. Woo! Woran erinnert mich der Move denn wohl? So. Gut. Wo ist der hingebackt? So. Gut. Jawohl. So, komm. Ja klar, wieso steht der früher auf? Alter. Das regt mich irgendwie auf, ne? Ich zeig einen Suplex und der steht früher auf als ich. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, aber naja. Nicht alles ist perfekt. So. Jawohl. So. Alter, jetzt komm schon. Jetzt. Jawohl. So. Und. Nein, nicht wieder der Suplex. Obwohl, der war gut. So. Ja. Ja, ich kann auch nicht viel machen, wenn der nicht auflädt. So. Und. So. Ja, komm. Gut. Jawohl. So. Come on. Jawohl. Und. So, komm schon. Ich will die Switch Music ausführen. So. Gut. Running Bulldog. Triple H ist auch schon komplett abgefertigt. So. Bad Breaker. Diesen Move hat er mir schon oft gezeigt. Oh, muss ich halt so auf die Art machen. Ja. Ja, guck mal, der ist immer fit, ne? Und ich? Ich nie, oder wie? Das ist nicht wahr. Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So. Gut, komm schon. Nein, Neckbreaker. So. Jetzt halt er ins Beinbuster, ne? Ja, kann ich nicht viel machen, ne? Ja, ja. So früh noch nicht. Idiot. Was machst du, Triple? So. Schön. Komm schon, ich will die Switchy Music endlich mal zeigen. Ey, das ist doch nicht wahr! So. Ich hasse das Game manchmal, ey, für sowas. So, nein, ich hasse das Game natürlich nicht. Ich find's geil. Aber das sind halt so Sachen, die regen mich auf. Weil, guck mal, er kann den Pedigree problemlos zeigen. Geil. Geil. Ich hab verloren. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Muss ich das jetzt komplett neu spielen? Oh, Glück gehabt. Bis gleich. So, und jetzt. Und jetzt die Switchy Music. Look at this! Oh! Now Ric Flair sits face first.
Meanwhile, Triple H taking advantage of the distraction. Whoa. With the pedigree, back body drop for Michaels. Shawn Michaels with the sweet chin music on the Nature Boy. Und jetzt durch Pinfall. One, two. Ah, schade. Aber wir haben noch den. Wir haben noch den Finisher. Wir haben noch den Finisher. So. Ich ziehe ein bisschen hier rüber. Und dann. Eckenfinisher. So. Und jawohl, perfekt. So, und jetzt der Powerpin. Komm. One, two, three. Shawn Michaels. Both these superstars are spent, but Shawn Michaels has got it back to even. Wait a minute. And now, the third and deciding fall will be contested as a ladder match. Oh my gosh. Once again, it goes from bad to worse. Ein Leitermatch. Und wir sind nun Triple H. One of these superstars have the strength or power left to even climb a ladder. It's hard to put into words what this comeback for Shawn Michaels has been so many in the WWE Universe. Gut. Und jetzt DDT. Gut. So. Jawohl. So. Was? Alter. Hol ihn doch. So. Und kritischen Schaden zufügen. Gut. Jawohl. So. Schön. Gut. Jawohl. So. Gut. Jawohl. So. Und. Jawohl. Und. Super. So. Jawohl. So, jetzt hol dir den. Geile Wörter. Hol dir den Championship zurück. So. Jawohl. Gut, und komm. Come on. Was für ein Absturz von Triple H. So. Und. Ja. Wir haben den Titel. Wir haben uns den World Heavyweight Title zurückgeholt. The Triple H hat's geschafft. Career too. What an amazing performance by both men.
Das war wirklich eine richtig gute Leistung von den beiden. Und das Wichtigste ist, Triple H hat seinen Titel verteidigt. Und man sieht auch, wie erleichtert er dadurch ist. Ein hartes Match geht zu Ende. Ein brutales Match geht zu Ende. Und damit verabschieden wir uns mit einem guten Ende. Bis zum nächsten Mal und ciao.